Oh mein Gott! War das babohaft, Leute? War das babohaft? Das war babohaft. Das müsst ihr jetzt einfach mal sagen. Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Bed Wars. Wir spielen heute auf der Map Flowers. Und ja, wir werden jetzt heute mal gucken, wie wir das am besten anstellen werden. Ob wir uns direkt zum Gegner bauen oder ob wir uns nicht zuerst in die Mitte bauen. Ich weiß es noch nie. Ich habe mich noch nicht dafür entschieden. Ich werde einfach mal das machen, was mir dann einfach so spontan in den Kopf kommt. Aber ich glaube, ich werde mich zuerst zum Gegner bauen und von dort aus dann in die Mitte, wenn ihr wisst, was ich meine. So, dann möchte ich jetzt auch gar keine längere Zeit hier bleiben, sondern zack, dann noch ein Knockback-Stick. Das ist auch sehr wichtig. Eine Spitzhacke, falls sie ihr Bett schon ein bisschen eingebaut haben. Und dann noch hier, zack, zack. Einfach hier so ein bisschen schützen, ne? Ich meine, schützen ist immer wichtig und ich möchte mich halt einfach vor bösen Menschen schützen, so. Jetzt bauen wir uns ganz schnell zu dem Typen. Und ich hoffe, dass unsere Blöcke ausreichen, aber doch, müsste normalerweise locker klappen. Locker, easy, flockig. Oh, ich glaube, der sieht uns. Ich habe ein bisschen Angst vor dem. Ich habe Angst vor dem Typ. Oder? Sieht er uns? Ich weiß es nicht. Ich glaube, er sieht uns, ja. Er sieht uns auf alle Fälle. Der könnte jetzt dann natürlich herspringen, aber das ist mir egal. Weil wir sind jetzt bei ihm. Jetzt holt er sich natürlich einen Knockback-Stick oder irgendwie sowas. Wow, natürlich. Das war mir aber auch schon klar. Oh mein Gott, ich bugge. Ich kann nichts machen. Okay, ich hab ihn. Okay, er spawnt jetzt hier und jetzt fliegt er. Wow, Leute. Immer diese Bugs hier. Ich töte ihn lieber, bevor er lief. So, perfekt. Damit der Kill auch mir gehört. Weil die meisten Leute in Bed Wars liefen ja schon. Die gönnen einem nicht mal noch den Kill, das finde ich ein bisschen schade und deswegen mache ich sowas nicht und ja, deswegen töte ich die Leute immer gleich, damit die gar nicht die Chance überhaupt haben zu leaven. So, dann kaufe ich mir noch jetzt ein paar Blöcke hier, so, bam, oh, da kommt jemand zu mir, das finde ich jetzt nicht so geil, oder? Nee, ich bin Team Rot. Solange die nicht zu mir kommen, ist alles in Ordnung. So, schnell einen Warp-Powder gönnen, falls sich jemand einfach so denkt, so, ich habe jetzt Lust, zu Thomas zu gehen und drei Bett abzubauen, so. Zu Schwarz würde ich gerne gehen. Und da ich nett bin, gehe ich jetzt einfach mal zu Schwarz. Denn ich möchte erstmal Schwarz vernichten. Das klingt immer so rassistisch, ne, wenn ich sage, ich gehe zu Schwarz, ich zerstöre Schwarz. Aber das Bett von Schwarz wurde ja gerade abgebaut vom John Larry. Oh, der hat auch schon guten Stuff. Ich habe nämlich nur ein Scheißschwert. Das ist jetzt ein bisschen doof für mich. So. Ich komme jetzt aber von oben. Dann habe ich jetzt erstmal eine 1-1 Situation mit Gelb. Guck ich mal, wie Gelb sich da anstellt. Oh mein Gott! War das babohaft, Leute? War das babohaft? Das war babohaft. Das müsst ihr jetzt einfach mal sagen. Habt ihr gesehen, wie ich das gemacht habe? Runter und zack ist er weggeflogen. So, gut, jetzt noch ein besseres Goldschwert gönnen und eine bessere Brust. Weil nichts gegen eine gute Brust. Ja, Leute, eine gute Brust ist wichtig, um glücklich zu sein im Leben. Hier haben wir jetzt eben Gelb. Jetzt baue ich mich hier hoch und baue mich jetzt zu Gelb rüber. Ich weiß ganz genau, was Gelb jetzt machen möchte. Oh, schnell hoch. Er baut sich auch hoch, glaube ich. Ist mir jetzt aber scheißegal. Ich möchte mir jetzt einfach mal Gelb holen. So, du kommst jetzt erstmal hierher. So. Nein, ich dachte, er fliegt. Okay. So, jetzt fliegt er aber. Normalerweise, wenn er aufwacht. So, perfekt. Weg ist er. Gut, den haben wir auch. Ich hoffe mal, er lief nicht. Perfekt.
das Bett von Team Türkis, okay, wurde auch abgebaut, das heißt mein Bett und das Bett von Blau lebt noch. Dann könnte ich mir vielleicht noch einen Heilschrank holen, noch ein paar Blöcke. Ich weiß nicht, hat sich da irgendjemand schon in die Mitte gebaut? Ja, ich gehe jetzt erstmal rüber zu Schwarz, ich weiß nicht, hat der einen Bogen? Team Türkis, wo kommt der denn hin? Oh, der kommt zu Schwarz. Ja, ganz ehrlich, Leute, dann nutzen wir einfach mal jetzt die Chance. Gehen zu Schwarz und versuchen Türkis erstmal. Oh, Türkis fällt da immer. Irgendwie fallen alle da runter. Das ist irgendwie so ein richtig krasser Trick. Ich weiß nicht, ob der jetzt einen Bogen hat oder so. Deswegen muss ich sagen, kacke ich mich jetzt gerade so ein bisschen an. Aber wenn wir es in die Mitte jetzt schaffen, dort in der Mitte ein bisschen Gold snacken könnten, dann könnten wir im Endeffekt uns mit einem Warp-Pow nach Hause teleportieren. Und wir bräuchten keine Angst mehr zu haben. Okay, der hat sein Bett auch richtig gut eingebaut. Okay, wir könnten uns ein Eisenschwert holen. Dann warten wir jetzt noch mal auf eine Ladung, gehen nach Hause, holen uns Bogen, Eisenschwert und dann greifen wir Blau an. Weil es ist nur noch eine 1-1 Situation. Das heißt, ich habe es die ganze Runde ohne Gold geschafft, aber jetzt am Ende ist es einfach wichtig, so eine kleine Goldladung zu haben. Okay, er hat jetzt einen Bogen, habe ich beim Durchscrollen gesehen. So. Hä? Was? Hat er jetzt eine Enderperle geworfen? Nicht, oder? Ich hoffe es nicht für ihn. Oh, da hat er wohl seine Minecraft-Sounds nicht eingehabt. Denn ich, mein Lieber, habe mich jetzt zu dir teleportiert. Und jetzt bist du so richtig am Arsch. So, erstmal im Bogen. Gut, dann gehen wir jetzt wieder rüber. Wir können jetzt natürlich zu Schwarz gehen oder uns direkt rüber bauen. Okay, er bewegt sich nicht. Ich glaube, der Rage gerade innerlich. So, den haben wir auch. What the fuck, einfach nochmal getroffen. Ja gut, Leute, dann würde ich sagen, lumpe ich mich einfach nicht und gehe da jetzt einfach, baue mich jetzt einfach mal rüber. Normalerweise hat er jetzt kein Gold mehr. Er kann sich natürlich jetzt immer noch eins holen, aber er sollte jetzt eigentlich nichts mehr haben. Das heißt, ich kann jetzt einfach locker easy zu ihm gehen und dann ihn mal so richtig töten. So, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn, der Steg? Wo ist er denn? Hallo? Was möchtest du denn? Möchtest du ein Geschenk von mir? Ich kann dir gerne eins geben. Aber da hat er gemeint, nee, aber so nicht, mein Lieber. So nicht, schon gar nicht mit mir, mein Freund, schon gar nicht mit mir. Oh, nice, jetzt fällt er nämlich. Und ich möchte, dass du doch mal fällst, wenn du jetzt spawnst. Jawollo. Oh, da hat er gelieft, schade. Naja, GG. Ich finde es ein bisschen schade, dass die Leute einfach immer so, naja, einem nicht den Kill gönnen und einfach mal lieben, aber gut. So entwickelt sich das halt immer mehr. Ich finde, dass Bed Wars wieder so ein bisschen, dass es wieder so ein bisschen gebremst wird. Ich hoffe es einfach, denn sonst finde ich es ein bisschen schade, aber gut. Ich würde einfach mal sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, würde mich ein Däumchen nach oben mega unterstützen und mega freuen. Für die ganzen Leute, die immer fragen, was hast du für ein Equipment und so weiter, das wollte ich auch noch ansprechen. Guckt einfach mal unten in die Videobeschreibung, dort steht alles vom PC, Bildschirm, Tastatur, Mauspad, alles. Upsale. Und ich würde einfach mal sagen, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Haut rein, schreibt mir einen Kommentar, wenn ihr Bock habt und ciao.